Nein, auch für 30.000 kannst du nichts von mir haben. Niemand. Aber für eine Million? Für ein Palais? Für eine Perlenschnur? Nun, wie wäre es, Papa, wenn ich mich heute Abend für dich versteigerte? Herr Doste? Und Tennis, Fräulein Else? Was für ein Scharfblick, Herr Doste. Spotten Sie nicht. Wer mit dem Racket so gut aussieht, kann es gleichermaßen wohl auch als Schmuck tragen. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferien mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Darf ich mich mal zu dir setzen? Oder störe ich dich in deinen Träumen? Wieso in meinen Träumen? Vielleicht in meinen Wirklichkeiten. Gibt es denn solche Wirklichkeiten, in denen du nicht gestört werden willst? Sie sind ja ein alter Freund unserer Familie. Es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass mein Vater wieder einmal in einer recht fatalen Situation ist. Es wundert mich allerdings nicht sehr, wenngleich ich es auch zutiefst bedauere. Hätte ich es vor einer Stunde noch für möglich gehalten, dass ich in einer solchen Situation auf die Idee käme, eine Bedingung zu stellen? Und jetzt tue ich es doch. Ich bin einsam. Ich begehre sie. Und ich sehe die Möglichkeit einer Fusion mit kollateralem Vorteil. Muss ich noch mehr sagen? Sie haben schon so viel gesagt. Was ich mir diesmal kaufen will, Else, Sie werden nicht ärmer dadurch, dass Sie es verkaufen. Ah.